Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Vortragsabend mit einem sehr aktuellen und persönlichen Thema. Wenn Gott wirklich existiert, warum spüre ich so wenig davon? Mein Referat ist wie folgt aufgebaut. Die Struktur zu kennen hilft, um besser folgen zu können. Nach einer kurzen Einleitung möchte ich unter zweitens 5 besondere Kennzeichen unserer Zeit in Erinnerung rufen. Und dann geht es gleich weiter mit dem Thema: Gott verbirgt sein Angesicht. Und daran schließt viertens direkt an: Gottes Finsternisse in biblischer Zeit. Das ist vielleicht ein deutsches Wort, das Sie noch nie gehört haben. Macht nichts, werden wir gleich klären. Und dann, wenn wir eben das Problem der Gottesfinsternis angesprochen haben werden, geht es weiter mit fünftens diverse Versuche, das Problem zu lösen. Und unter sechstens möchte ich dann behandeln, wie können wir Gott erleben, Gott erfahren, gemäß der Bibel. Und danach ziehen wir unter siebtens Schlussfolgerungen aus all dem Bedachten. Auf dem Einladezettel, auf dem Flyer, stand hinten drauf, um das Thema ein bisschen zu klären: Warum erscheint es vielen Menschen so, als wäre Gott weit weg von uns? Beachten Sie, ich habe hier in der Einleitung geschrieben, auf dem Flyer geschrieben, vielen Menschen, nicht allen. Aber uns beschäftigt, warum erscheint es vielen Menschen so, als wäre Gott weit weg von uns? Warum haben Menschen in früheren Zeiten, im Allgemeinen in Not, Krankheit, Feuersbrunst und Naturereignissen, Gott viel deutlicher erlebt als westliche Menschen, oder man müsste sagen, viele westliche Menschen heute? Es ist so, manche bekannte christliche und jüdische Denker haben es im 20. Jahrhundert als ein besonderes Problem der westlichen Kultur, nämlich als Folge des Holocaustes, der Judenvernichtung, angesehen. Irgendwie ist Gott vielen Menschen verborgen. Wie kann man Gott in einer von Wissenschaft und Technik geprägten Welt heute noch erleben? Und zwar so, dass es nicht lediglich ein Gefühl ist. Gibt es hier fundierte Antworten, die auf wirklichen Fakten basieren und nicht einfach auf subjektiver Spiritualität, ein ganz modernes Wort, nicht wahr? Die mehr mit Einbildung als mit Wirklichkeit zu tun hat. Nun, das führt uns eben zu dieser Überlegung. 5 besondere Kennzeichen des 20. und 21. Jahrhunderts. Der erste Punkt ist diese unfassliche Eskalation des Bösen in der Moderne. Ausgerechnet in der modernen Zeit ist das geschehen. Die 2 schrecklichsten Kriege der Menschheitsgeschichte, der Erste und der Zweite Weltkrieg, 1914 bis 1918, 1939 bis 1945, mit insgesamt ca. 77 Millionen Toten. Wie ist das möglich gewesen? Und damit verbunden mit der Zeit des Zweiten Weltkrieges die Judenvernichtung im Dritten Reich mit etwa 6 Millionen Toten. Und das ging aus von einer zivilisierten Nation. Nicht wahr? Und wenn wir den Blick auch noch in den Osten richten, nicht nur in den Westen, dann müssen wir auch schockiert sein über die Tatsache von gegen 100 Millionen Tote durch den Kommunismus. Durch die Sowjetunion, durch das kommunistische Regime in China und noch darüber hinaus. Wie ist das möglich? So etwas hat man noch nie gesehen in der ganzen Menschheitsgeschichte. Was ist das für eine Zeit, in der wir leben? Also das ist die große Frage, wie ist so etwas möglich?
dass das Böse sich so ausbreiten und entfalten konnte. Und da stellt sich dann auch die Frage, und wo war Gott? Einer von manchen Juden, die damals in der Zeit von Hitler fliehen konnten, sich in Sicherheit bringen konnten, war Martin Buber, einer der bekanntesten Religionsphilosophen des 20. Jahrhunderts. Martin Buber konnte in die USA entweichen. Und kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, kurz nach 1945, hat er dort mehrere Vorträge gehalten zum Thema Gottesfinsternis. Und er hat dann auch ein Büchlein dazu herausgegeben mit dem gleichen Titel. Diejenigen, die Martin Buber kennen, sind nicht überrascht über dieses eigenartige Wort, Gottesfinsternis. Denn dieser Mann hat ja eine Riesenarbeit gemacht in der Übersetzung des Alten Testaments auf Deutsch zusammen mit Rosenzweig. Und sein Anliegen war nicht nur, das Alte Testament einfach zu übersetzen auf Deutsch, sondern er wollte nebst dem Inhalt sogar etwas von der Urgewalt des Hebräischen hinüberbringen. Und da hat er viele neue deutsche Wörter erfunden, extra für seine Übersetzung. Und so hat er auch dieses Wort geprägt, Gottesfinsternis. Wir kennen alle das Wort Sonnenfinsternis. Das, was wir hier sehen, ein ganz besonderer Moment. Am Tag, am Licht, hellen Tag, plötzlich kommt diese Verdunkelung, indem der Mond sich vor die Sonne stellt. Und das Eigenartige ist, von der Erde aus gesehen, ist das so, dass der Mond, obwohl er viel, viel kleiner ist als die Sonne, genau so gebaut ist, dass er exakt die scheinbare Größe der Sonne von der Erde aus gesehen vollständig zudecken kann. Zufall, nicht wahr? Übrigens, das ist ein Schlüsselphänomen gewesen für Einsteins Theorie der Relativität. Denn dadurch konnte man die Lichtablenkung beobachten, die seine Theorie voraussagte. Das war ein ganz wichtiger Punkt damals. Also, aber das ist nicht unser Thema. Es geht jetzt eben um Sonnenfinsternis. Die Sonne ist immer noch da, das ist uns allen klar. Aber sie ist bedeckt, verdeckt, verborgen. Und so wollte Martin Buber sagen, Gott existiert. Das war für ihn klar. Aber in der modernen Zeit und ganz besonders seit der Judenvernichtung ist es so, dass wir uns fragen, wieso nehmen die Menschen Gott nicht mehr gleich wahr wie früher? Oder viele sagen das von sich, sie nehmen ihn nicht mehr gleich wahr. Es gab auch Denker, die haben gesagt, seit dem Holocaust kann man nicht mehr gleich über Gott sprechen wie vorher. Ob die Aussage stimmt, das sei dahingestellt, aber das wurde so gesagt. Und sollte er sagen, Gott ist da, aber für viele ist es wie bei einer Sonnenfinsternis. Gott ist verborgen. Also ein ganz eigenartiges und typisches Problem für den modernen Menschen im Westen. Ein zweites Kennzeichen unserer Zeit, es gibt ja deren noch so viele, aber eines, das mir auch wichtig ist in unserem Zusammenhang, wir haben genau in dieser Zeit des 20. und 21. Jahrhunderts einen überwältigenden Aufschwung erlebt in Wissenschaft, Medizin und Technik. Sodass viele Menschen sagen, alles ist machbar. Und etwas Besonderes, die sagen, fast alles ist machbar. Nicht wahr? Früher, wenn eine Frau unfruchtbar war, was haben die Menschen gemacht? Da haben sie gebetet, damit sie doch ein Kind bekommen. Und heute, was machen viele? Ja, der erste Gedanke, dann gehe ich zum Gynäkologen. Es ist ja fast alles machbar, nicht alles, ja, aber fast alles machbar. Und manche sagen, angesichts dieses Aufschwungs in der Technik und Wissenschaft, alles ist erklärbar. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Darum sagen dann andere ein bisschen zurückhaltender, fast alles ist erklärbar. Wir brauchen Gott nicht mehr.
Wir können das alles technisch und wissenschaftlich erklären. Und damit hängt dann gerade der dritte Punkt sehr zusammen. Die Evolutionslehre. Ich war Charles Darwin. Wir betrachten als der Vater der modernen Evolutionslehre. Er gab 1859 sein erstes Evolutionsbuch heraus, die Entstehung der Arten, und 1871 die Abstammung des Menschen. Das wurde in Akademikerkreisen breit mit Freudigkeit aufgenommen, aber nicht im allgemeinen Volk. Das kam erst im 20. Jahrhundert. Aber im 20. Jahrhundert kam es, dass im Westen die breite Masse diese Lehre akzeptiert hat. Und so hat sich das eingebürgert bei uns, dass Menschen, wenn man auf der Straße, sofern man überhaupt über das Thema Religion und Glaube und Wissenschaft gerade zusammen sprechen darf, viele reden lieber über irgendein anderes Thema, außer über Glauben. Die Tabuthemen hier in der Schweiz sind Glauben und das Bankkonto. Ja, aber eben, falls man sprechen kann mit den Leuten auf der Straße, hört man oft, zur Erklärung des Ursprungs der Welt und des Lebens braucht es Gott nicht. Man kann alles mit den Naturgesetzen erklären. Mit diesen Gesetzen, die man in der Wissenschaft jeden Tag neu nachvollziehen kann. Und es ist wirklich so, dass wahrscheinlich für die ganz große, breite Masse im Westen ist die Evolutionslehre ein Haupthindernis, um an Gott zu glauben, an Gott, den Schöpfer, zu glauben. Das spielt eine ganz, ganz große Rolle. Und dann ein viertes Kennzeichen, wieder etwas ganz anderes, nicht wahr? Wir haben eine unglaubliche Mobilität und Schnelllebigkeit. Dank dem Auto. Und viele Familien haben ja nicht mehr nur ein Auto. Ich bin aufgewachsen noch in einer Familie ohne Auto, nicht wahr? Es war immer etwas Besonderes, wenn man noch mitfahren konnte. Aber heute ist das normal. Alle haben ein Auto. Was heißt ein Auto? Manche Familien haben mehrere Autos, weil die jüngeren Leute ab 18 müssen die mobil sein. Und dann den Zug, das Flugzeug und das auch unglaublich. Wenn man denkt, früher war eine Weltreise war etwas ganz Sensationelles. Aber heute können sich ja alle Leute, und auch junge Leute, die noch nicht so viel Geld auf der Seite haben, die können sich die schönsten Weltreisen leisten. Und schnell, nicht wahr? Man kann kurz für ein Wochenende in die USA gehen. Das funktioniert. Und ich habe einen Freund, der schon vor Jahren in Frankreich, schon vor Jahren musste er ab und zu für seine Firma für einen Tag arbeiten gehen nach New York. Das ging. Er ist am Morgen losgefahren, natürlich mit dem besonders schnellen da, ja? Der heute nicht mehr arbeitet, dieses Flugzeug, aber ging er schnell rüber und am Abend kam er wieder heim. Fantastisch, nicht wahr? Und in ganz anderen Bereichen ebenso. Man hat alles sofort verfügbar. Im Kühlschrank ist alles voll. Wenn niemand hat irgendwelche Mängel. Und früher hat man gebetet, unser tägliches Brot gib uns heute. Was bedeutet dieses Gebet in einer Zeit, wo der ganze Kühlschrank voll ist? Für mehrere Tage. Und wenn das vorbei ist, dann kommt noch die Tiefkühltruhe dazu. Alles da und sofort verfügbar. Da kommt jemand auf Besuch. Ja, früher musste man dann in den Stall gehen, ein Kalb schlachten. Aber kein Problem, geht man in die Tiefkühltruhe, hat die Auswahl, kann alles schnell holen und man hat keine Zeit mehr zum Kochen. Kein Problem, wir haben einen Mikrowellenherd. Geht alles ganz, ganz schnell. Und dann zeigt sich das eben auch, dass die Schnelllebigkeit, wir kriegen auch Informationen ganz schnell und sofort über den Fernseher, über das Telefon, Fax, das ist eigentlich schon ein bisschen Schnee von gestern, aber für die Veralteten, und dann Handy, Videotext, auch schon ziemlich eher Schnee von gestern, aber doch auch modern, nicht wahr? Internet und, oh,
Samstagabend, man bräuchte unbedingt Geld, um das Bar bezahlen zu können. Kein Problem, die Bank ist zwar zu, man geht schnell an den Postautomat, man kriegt sofort alles. Und die Menschen denken, das gilt für alle Gebiete des Lebens. Wenn ich einen Wunsch habe, dann muss er sofort erfüllt werden. Das prägt uns Menschen. Das hat Auswirkungen auf unseren ganzen Lebensstil. Alles schnell und sofort. Und dann ist es natürlich so, auch in der modernen Welt gibt es Katastrophen. Nicht nur früher hat es Feuersbrunst gegeben und dann war man völlig ruiniert, hatte nichts mehr. Dann konnte man nur noch auf Gott vertrauen und um Psalm 23 beten. Und wenn ich wanderte im Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Oder schon vorher Vers 1. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er sorgt auch weiter. Aber heute ist das gar nicht nötig so, ja? Man ist abgesichert, auch fürs Alter mit AHV, IV. Dann hat man, weil das nicht so viel hier gibt, denken viele, dann braucht es noch eine Pensionskasse, zweite und dritte Säule, aber noch ein bisschen bessere Abdeckung und die Krankenkasse, die bezahlt sowieso und muss ja nicht unbedingt der einfachste und billigste Weg sein. Die zahlt ja sowieso, die muss zahlen. Und dann haben wir eine Unfallversicherung, Hausratsversicherung, das ist auch obligatorisch hier im Aargau. Das muss man haben. Und eine Motorfahrzeugversicherung, Haftpflicht, Reiseversicherung. Ja, natürlich, wenn man da jetzt eben für ein Wochenende in die USA geht, ja, und wer bezahlt, wenn man da plötzlich krank wird und nicht gehen kann. Also, Reiseversicherung, Diebstahlversicherung braucht es natürlich auch. Und wenn dann wirklich etwas geschieht mit dem Auto in Deutschland, und das ist ein Schwieriger im anderen Auto, ein schwieriger Mensch, dann braucht es eine Rechtshilfeversicherung. Wir sind so quasi für alles Mögliche abgesichert. Und worauf setzen wir unser Vertrauen? Ja, eben auf diese Stützen, die wir uns so aufgebaut haben. Nun kommen wir zu drittens. Gott verbirgt sein Angesicht. Das ist ein Thema, das sich durch die ganze Bibel hindurchzieht. Ich habe hier ganz viele Bibelstellen zusammengetragen, nicht alle, einfach ein paar Beispiele, wo es darum geht, dass Gott davon spricht, dass er sich Menschen gegenüber in die Verborgenheit zurückzieht. Zum Beispiel bereits in der Tora, in 5. Mose 32, 20, sagt Gott im Blick auf sein Volk Israel: Ich will mein Angesicht vor ihnen verbergen, will sehen, was ihr Ende sein wird. Denn ein Geschlecht voll Verkehrtheit sind sie, Kinder, in denen keine Treue ist. Gott sagt, ich ziehe mich zurück. Wenn die Bibel spricht über das Angesicht Gottes oder oft vor das Angesicht Gottes zu kommen. Lifne hapanim, das heißt, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Da, wo man Gott erlebt, direkt. Ja? Und wenn Gott sagt, ich will mein Angesicht verbergen, dann heißt das, er verunmöglicht Menschen, dass sie seine Gegenwart erfahren, erleben. Und in Jesaja 45, Vers 15. Wahrlich, du bist ein Gott, der sich verborgen hält. Du Gott Israels, du Retter. Nun möchte ich etwas dazu sagen, wie man bereits in der biblischen Geschichte, die Bibel berichtet ja alles, von Anfang der Schöpfung, die ganze Menschheitsgeschichte bis heute und prophetisch sogar darüber hinaus, bis hin zu einem neuen Himmel und einer neuen Erde, einem neuen Universum. Und die Bibel berichtet, dass es immer wieder in der Geschichte der Menschheit besondere Zeiten gab von Gottes Finsternissen. Zum Beispiel
in der Richterzeit. In der Zeit, als Israel die Regierungsform der Richter hatte. Das war nach strenger Chronologie 1546 bis 1096 vor Christus. Dann kam das Königtum unter Saul, David und Salomo. Und ich lese aus der Geschichte von Gideon einen Vers. Richter 6, Vers 13. Und man stellt sich vor, also vor über 3000 Jahren, aber das tönt ganz modern. Da sagt Gideon, und Gideon sprach zu ihm: Bitte, mein Herr, wenn der Ewige mit uns ist, warum hat denn dieses alles uns betroffen? Und wo sind alle seine Wunder, die unsere Väter uns erzählt haben, indem sie sprachen: Hat der Ewige uns nicht aus Ägypten heraufgeführt? Und nun hat der Ewige uns verlassen und uns in die Hand Midians gegeben. Gideon sagt: Unsere Vorfahren erzählen immer, wie es da früher so direktes Eingreifen gegeben hat von Gott. Es hat Wunder gegeben. Aber wir erleben in unserer Zeit nichts mehr davon. Wo ist das geblieben? Warum hat Gott uns so im Stich gelassen? Das war die Frage von Gideon. Und dann kann man ganz am Schluss der Richterzeit bei Samuel noch davon lesen, in 1. Samuel 3, Vers 1, in dieser Zeit war es ganz selten, dass Gott sich den Menschen geoffenbart hat, sich mitgeteilt hat. Das war eine Zeit der Gottesfinsternis. Gott hält sein Angesicht verborgen. Ein anderes Beispiel, viel später, aus der Perserzeit, aus der Zeit von König Xerxes, 483 bis 465 vor Christus. Genau diese Epoche wird beschrieben im Buch Esther, in all den 10 Kapiteln. Das war eine ganz schreckliche Zeit. Damals wollte ein Perser, ein persischer Minister, Haman, wollte alle Juden weltweit, die waren damals alle im persischen Weltreich, von Nordafrika bis nach Indien, er wollte alle Juden umbringen. Und dann wird in diesem Buch Esther berichtet, wie es kam, dass die Juden gerettet wurden vor dieser Vernichtung. Aber das Eigenartige ist, das Buch Esther steht da in der Bibel. Es kommt nicht ein einziges Mal der Name Gottes drin vor. Da haben schon manche Rabbiner und auch andere haben sich gefragt, aber wie kann das sein, dass dieses Buch in der Bibel steht, wo nicht einmal Gott erwähnt wird? Und dann haben die Rabbanim, die alten Rabbiner, haben gelehrt, das ist wegen 5. Mose 32, Vers 20. Das haben wir vorhin gelesen, wo Gott sagt, ich will mein Angesicht verbergen. Darum kommt der Name Gottes nicht vor. Sogar dann, wenn man meinen könnte, wo ist Gott, ist er trotzdem da und er leitet die Geschicke. Und schließlich wurden die Juden nicht vernichtet damals. Es gab einen wunderbaren Ausweg. Aber es war eine Zeit der Gottesfinsternis. Und dann die sogenannte zwischentestamentliche Zeit. Der letzte Prophet des Tanach, des Alten Testaments, wie man auch sagt, war Malachi, um 430 vor Christus. Und dann gab es keine Schriftpropheten mehr in Israel. In dieser Zeit wurden dann zum Beispiel Apokryphen geschrieben, aber die wurden nie als biblische Bücher im Judentum anerkannt. Das waren einfach Bücher, so wie man sonst auch Bücher schreibt, ja? Und dann, bis dann das Neue Testament kommt, da vergehen also über 400 Jahre. Das ist diese sogenannte zwischentestamentliche Zeit. Und davon steht genau in den Apokryphen, in 1. Makkabäer 9, 27, es war eine so traurige Zeit. Damals in der Makkabäerzeit, 2. Jahrhundert vor Christus, wie nicht gewesen, seitdem man keine Propheten mehr hat. Keine Propheten mehr. Und im Talmud, im Traktat Sanhedrin, steht 11a, nach den Propheten Zacharia, Haggai und Malachi, wich der Heilige Geist von Israel.
Dann war sich bewusst in Israel, wir haben keine Schriftpropheten mehr. Das war auch eine Zeit der Gottesfinsternis. Aber das ist deutlich im Kontrast zum Beispiel zum Exodus aus Ägypten, zum Auszug der Kinder Israel aus Ägypten unter Mose. Nach strenger Chronologie 1606 vor Christus. Diese Plagen, die über Ägyptenland gekommen sind, die zum Zusammenbruch des Reiches geführt haben, sodass schließlich Israel unter Mose ausziehen konnte, durch die Wüste, dann ins verheißene Land Kanaan. Und als sie dann in die Wüste Sinai kamen, da wurde ihnen das Gesetz Gottes, die Tora, übergeben. Und während dieser Wüstenwanderung berichtet die Bibel von ganz vielen übernatürlichen Eingriffen Gottes. Aber nachher hat das aufgehört, als sie ins Land gekommen waren. Unter Josua und dann unter den Richtern. Es war also nicht immer gleich. Und jetzt kommen wir zum Punkt, aber wie soll man mit diesem Problem, diesem modernen Problem, das eigentlich aber auch schon ein altes Problem ist, Gottes Finsternis, wie soll man damit umgehen? Wie kann man das Problem lösen? Jetzt schauen wir eine ganze Serie von Lösungsversuchen an. Ein erster Versuch ist die liberale Theologie. Wenn man heute reformierte Theologie studiert in Zürich, in Bern, in Lausanne und so weiter oder in Basel, dann studiert man liberale Theologie. Und das bedeutet, die Bibel wird nicht mehr angesehen als Gottes Wort. Man sagt, das haben die Menschen früher so gesehen, aber wir heute sehen das nicht mehr so. Und es ging noch weiter. Darum habe ich einen Vertreter, diesen unzähligen, herausgenommen. Professor Rudolf Bultmann, 1884 bis 1976. Er brachte die sogenannte Gott-ist-tot-Theologie. Und er hat aber Theologen ausgebildet und Theologinnen, damit sie dann Pfarrer und Pfarrerinnen sind in der Kirche. Aber gesagt, Gott ist tot. Aber es ist eben so, der moderne Mensch, der einen elektrischen Rasierapparat zum Beispiel benutzt, der kann nicht mehr an Gott glauben wie früher. Ich weiß, konnte nicht sagen, ein Mensch, der jeden Tag am Internet ist und nicht mehr davon loskommt, sondern er sagte, eben diese technischen Apparate, die wir heute haben, das hindert uns, wir können gar nicht mehr an Gott glauben. Aber kein Problem, wir müssen einfach das Kerygma der Bibel entdecken. Wir glauben nicht, dass unter Josua die Mauer zusammengefallen ist von Jericho. Also braucht man gar nicht mehr das Lied zu singen, Joshua fought the battle of Jericho. Das ist sowieso nicht geschehen, meint er. Aber das hat eben eine Botschaft und wir müssen diese Botschaft aktualisieren für den modernen Menschen heute. Wenn das Neue Testament sagt, Jesus Christus ist auferstanden, dann ist es nicht so, dass der moderne Mensch glaubt, dass Jesus Christus als Mensch wirklich am dritten Tag wieder aus den Toten auferstanden ist und aus dem Grab hervorgekommen ist, körperlich. Sondern man muss das übertragen. Nicht wahr? Wenn ich dem Nächsten begegne, dann sehe ich in ihm Christus. Man muss das ein bisschen, Sie verstehen, rüberholen. Vergeistigen, übertragen für den modernen Menschen. Natürlich, wir sollten weiterhin sprechen, Christus ist auferstanden, er lebt in meinen Mitmenschen. Und wenn ich ihm begegne, in diesem Sinn, dass mir Christus mir begegnet, dann habe ich eben die Botschaft der Bibel verstanden. Aber es ist vielleicht noch zu ergänzen, am Ende seines Lebens, das wissen die meisten nicht, hat dieser Mann auf dem Sterbebett sich darüber gedemütigt und hat seine Studenten um Vergebung gebeten, dass er diese Dinge verkündigt hatte. Und das ist aus ganz, ganz zuverlässiger Quelle, das hat seine Schülerin, Professor Eta Linnemann, das war eine Bultmann-Schülerin, die diese Linie auch verkündigt hat und so Theologen ausgebildet hat und
Später hat diese Frau eine radikale Bekehrung erlebt. Unglaublich. Sie ist eine ganz mutige Frau gewesen. Sie ist vor kurzem verstorben. Und die hat das berichten können, dass ihr Lehrer, dass er auf dem Sterbebett da eine radikale Umkehr machte. Aber während seines Lebens hat er das ausgebreitet und diese Ausbreitung ist immer noch in Wirkung, bis heute. Dann ein zweiter Versuch, das Problem zu lösen, ist der sogenannte Ritualismus. Man sagt sich, eben der moderne Mensch hat ein Problem mit Gott. Aber wenn er irgendwelche Rituale ausführt, dann kann er quasi in diesen Ritualen das religiöse Empfinden erleben. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann Bildermeditation betreiben oder man kann irgendwelche eigenen Symbole erfinden und mit diesen Symbolen arbeiten und auch mit den Kindern und so weiter. Und so ergibt sich ein religiöses Gefühl. Man versucht eben das, was fehlt, dieser Mangel, irgendwie durch Symbolik und Rituale auszufüllen. Ein dritter Versuch ist eine riesige Bewegung, die das 20. Jahrhundert förmlich charakterisiert. Das ist am Anfang des 20. Jahrhunderts ist die sogenannte Pfingstbewegung ausgebrochen von Amerika aus und nach Europa gekommen. Und dann in den 60er Jahren gab es eine zweite Welle, noch viel stärker, die sogenannte charismatische Bewegung. Und seit den 80er, 90er Jahren spricht man von einer dritten Welle. Und da geht es darum, Menschen wollen Gott erleben um jeden Preis. Und sie wollen Wunder erleben. Und sie lassen sich zum Beispiel auch durch Musik aufpushen, um da ein Gefühl zu bekommen. Und da denken, das ist jetzt der Heilige Geist. Und es gibt manche in dieser Bewegung, die sagen, man sollte eigentlich gar nicht krank sein. Gott will unsere Gesundheit. Und dann will man Gott fast zwingen manchmal, dass er heilen muss. Und man versucht in diesen Dingen und auch eben in mystischen Erfahrungen, versucht man da dieses Problem zu lösen. Und das ist fast in allen Kirchen heute drin. In der reformierten Kirche, in der katholischen Kirche, in den Freikirchen. Dieser Aufbruch, der Millionen mitgerissen hat weltweit, zeigt, wir haben ein riesiges Problem mit Gottes Finsternis. Wir möchten Gott erleben. Und da versucht man es eben auf diese Art und indem man die Leute in Fahrt bringt. Mir hat einmal ein junger Mann gesagt, der in einer Kirche war, wo man die Leute regelmäßig mit Rockmusik in Fahrt bringt, hat er mir gesagt, früher habe ich immer gemeint, dieses Gefühl, es gibt dann so eine Freude, das wirke der Heilige Geist. Aber jetzt ist mir klar, das kann man medizinisch erklären, was da abgeht im Körper. Ich war, wenn man einen monotonen, stampfenden Rhythmus benutzt, weiß man genau, wie das auf den Körper wirkt und was das auslöst. Und das gibt Glücksgefühle. Aber so wird ihm klar, das ist nicht der Heilige Geist. Aber das zeigt, wir haben wirklich ein Problem der Gottesfinsternis. Wie können wir Gott erleben? Nicht wahr, das war im christlichen Bereich, was ich hier gezeigt habe, aber im säkularen Bereich ging das in der gleichen Zeit parallel. Besonders seit den 60er Jahren, als die charismatische Bewegung über die ganze Welt rollte, kam im säkularen Bereich der Drang nach Mystik. Orientalische Religionen waren plötzlich in. Buddhismus, Hinduismus, Meditationsformen aus dem Osten, aber auch allgemein Okkultismus, Esoterik und dann auch Drogen, um diesen Kick zu bekommen. Ich war in einem Zustand, wo man das Gefühl hat, man ist da und man ist doch nicht da. Ja, das ist wie im Buddhismus. Das Ziel ist ja, das Nibbana. Im Hinduismus sagt man Nirvana. Im Buddhismus Nibbana, das heißt ausgelöscht.
Buddha sagte, der letzte Zustand, das ist, man kann nicht sagen, dass man nicht ist, aber man kann auch nicht sagen, dass man ist. Das ist eine ähnliche Erfahrung wie bei Drogen. Ich sage nicht bei allen Drogen, ja, aber das kann man so erleben. Drogen, Rockmusik, das ist ab den 60er Jahren so eine gewaltige Bewegung gewesen, die die ganze Welt erobert hat. Nicht wahr, wenn man Radio hört, welche Musik hört man? Man muss schon Spezialsender öffnen, um andere Musik zu kriegen. Aber die Menschen wollen eine Musik, die einen mitreißt. Dieses Fehlende gibt. Und dann ist sowieso alles interessant geworden, was irgendwie einen Kick auslöst. Irgendwelche Extremsportarten oder Bungee Jumping. Man bindet da ein elastisches Seil um sich, springt aus dem Helikopter raus, dann runter, bis das Seil ganz offen ist und dann wieder zurück. Und ja, eben damit man diesen Kick bekommt. Wir haben ein Problem. Und das führt uns zu sechstens, wie können wir Gott erleben, erfahren, gemäß der Bibel? Da möchte ich jetzt 14 Punkte, so ziemlich flott hintereinander, aufzeigen. Die Bibel spricht, dass man Gott gerade in ganz schlimmen Zeiten, wenn es einem ganz miserabel geht, dass er sich dann speziell Menschen zeigt. Eben nicht mehr sich verbirgt. Psalm 91, Vers 15, Gott spricht, er wird mich anrufen und ich werde ihm antworten. Ich werde bei ihm sein in der Bedrängnis. Ich werde ihn befreien und ihn verherrlichen. Psalm 34, 18, sie schreien und der Herr hört und aus allen ihren Bedrängnissen errettet er sie. Also wie klar gemacht, dass einer, der auf Gott vertraut, gerade in den schlimmsten Momenten seines Lebens Gottes Gegenwart ganz speziell erleben kann. Und das ist wirklich so. Wenn man Christen fragt, wo in deinem Leben hast du ganz besonders erlebt, wie Gott, wie der Herr dir nahe war, dann erzählen viele von ganz schlimmen Zeiten in ihrem Leben. Und das war so eigenartig. Ich rede nicht unbedingt gerne darüber, aber als wir 2009 unseren Ältesten verloren haben und da in der Wildnis von Kanada die Botschaft bekamen, das war ja zum Durchdrehen. Wir waren gerade an einer Tankstelle und dann habe ich das am Telefon erfahren in der Wildnis und musste das der Familie mitteilen, die im Auto wartete. Es war zum Durchdrehen. Aber was wir in dieser Zeit erlebt haben, wie der Herr dann jeden Schritt geleitet hat und wie wir durchgetragen waren und nicht in ein schwarzes Loch hineinfielen. Das war ganz unglaublich. Und wir haben das beide so erlebt, meine Frau und ich. Aber das kann man nicht erklären. Und man kann das gar nicht produzieren. Aber das war wirklich, wir haben das erlebt, was hier steht. Ich werde bei ihm sein in der Bedrängnis. Und dann finden wir auch, dass die Bibel sagt, wenn ein Mensch sich über seine Schuld in seinem Leben vor Gott demütigt und vor Gott zusammenbricht und zu ihm umkehrt, dass er seine Nähe ganz speziell erleben kann. Jesaja 57, 15. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der in Ewigkeit wohnt und dessen Name der Heilige ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum, im Jenseits. Und bei dem, der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist, um zu beleben den Geist der Gebeugten und zu beleben das Herz der Zerschlagenen. Und da könnte man jetzt auch wieder Christen fragen, hast du das je so erlebt oder kennst du andere, die das erlebt haben? Ich muss ein bisschen herumfragen, nicht wahr? Da wird man merken, dass, ja, das ist so. Und dann etwas Überraschendes, drittens, beim Singen.
In Psalm 22, Vers 4, hören wir dieses Gebet. Doch du, Gott, bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Wir sehen hier den salomonischen Tempel. Im Innenvorhof waren die Musiker, die Leviten und Priester, und die haben die Psalmen aufgeführt mit dem Orchester zusammen. Und die Bibel sagt, dass dort, wo dieses Wort Gottes gesungen wurde, dass Gottes Gegenwart ganz speziell erlebbar war. Viertens, beim Beten. Im Psalm 34, Vers 5 steht, sie blickten auf ihn. Beten wird dort beschrieben mit auf Gott schauen, zu ihm hinaufschauen. Sie blickten auf ihn und wurden erheitert. Und ihre Angesichter wurden nicht beschämt. Und das können so viele überzeugte Christen bezeugen, dass sie vielleicht mit einem ganz griesgrämigen Gesicht ins Gebet gegangen sind und ihre Sorgen vor Gott ausgebreitet und abgeladen haben. Und nach dem Beten sah das Gesicht ganz anders aus. Und ich weiß sogar von einer christlichen Gemeinde, da hat ein Nachbar die immer beobachtet, wenn die in die Gemeinde gingen, wann sie wieder herauskamen. Und der hat dann einmal später gesagt, die gingen immer so irgendwie mit einem bestimmten Gesicht rein und die kamen alle strahlend raus. Aber eben nicht nur, dass man einfach erlebt, dass Gott im Gebet sich besonders zeigt, die Nähe zeigt, aber auch durch Gebetserhörung. Und das können Christen weltweit können erzählen, wie sie erlebt haben, dass Gott Gebete erhört. Ein Beispiel im Alten Testament. Isaak hatte eben das Problem. Seine Frau war unfruchtbar. Und es gab keine Gynäkologen. Was hat er gemacht? 1. Mose 25, 11. Und Isaak bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Und der Herr ließ sich von ihm erbitten und Rebekka, seine Frau, wurde schwanger. Er hat das erlebt. Funktioniert. Ohne Technik. Es war fantastisch, nicht wahr? Fünftens, beim Hören, beim Lesen der Bibel. In Jeremia 23, 29 sagt der Ewige, ist mein Wort nicht also wie Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Es ist eigentlich ganz gefährlich, wenn man die Bibel liest. Man lässt sich wirklich auf etwas ein. Und vor allem, wenn man offen ist für die Botschaft. Und das können viele erzählen, die ganz gegen Gott waren und alles abgelehnt haben. Und dann plötzlich haben die Bibel begonnen zu lesen und wirklich ein Wort, das die zutiefst ins Herz traf. Ich merke, das ist kein Menschenwort, das ist Gottes Wort. Wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Das kann man nicht produzieren. Und das ist eine Erfahrung, die macht man mit der Bibel, die kann man nicht machen mit Romanen. Ich warte, dass plötzlich das ganze Leben umgekrempelt wird. Durch ein Wort, das erlebt man mit der Bibel. Sechstens, man kann Gottes Nähe ganz speziell im Dienst für Gott erleben. In Matthäus 28, 19 gibt der Herr Jesus Christus den Missionsbefehl und sagt seinen Jüngern, was sie machen sollen. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch, alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Diese Nähe des Herrn wird gerade erwähnt im Zusammenhang mit der Arbeit, der Missionsarbeit für ihn bis an die Enden der Erde. Sie sehen, wo die Enden der Erde sind von Israel aus? Das ist das Herz der Welt nach Hesekiel 5,5. Und das Evangelium soll bis an die Enden der Erde gehen, also bis nach Südafrika, bis nach Feuerland, bis nach Alaska, bis nach Neuseeland und so weiter. Und natürlich zu den Chinesen auch, ja. Zu allen. Siebtens,
in Gemeindezusammenkünften kann man Gott ganz speziell erleben. In 1. Korinther 14, 24 steht, es geht um die Zusammenkunft als Gemeinde in Korinth. Wenn aber alle weissagen, das heißt das Wort Gottes weitergeben, geleitet durch den Heiligen Geist, wenn aber alle weissagen und irgendein Ungläubiger oder Unkundiger kommt herein, so wird er von allen überführt, von allen beurteilt. Das Verborgene seines Herzens wird offenbar und also auf sein Angesicht fallend wird er Gott anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. Weissagen wird erklärt in Kapitel 14, Vers 2, Reden zur Erbauung, Ermahnung und Tröstung. Aber eben von Gott geleitet. Genau das richtige Wort im richtigen Moment. Und das kann man so erleben, dass man genau das Wort zu hören bekommt, das man braucht, ohne dass der oder die, die predigen, das wüssten. Da merkt man, Gott ist da. Er wirkt durch die Predigt. Und in Matthäus 18, 20 sagt Jesus Christus, denn da, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Das war sowieso speziell für die Jünger, denn im Judentum braucht man, um eine Synagoge zu sein, den Minyan, 10 Männer. Auch an der Klagemauer, man muss man immer wieder eine Gruppe von 10 kriegen. Ich war da und dann kamen Ultraorthodoxe und haben mich geholt. Ich soll doch bitte kommen, damit sie dann eben die Nummer 10 erreichen und dann konnten sie eine Synagoge sein. Nicht wahr? Aber Jesus Christus sagt seinen Jüngern, jetzt im Zeitalter der Gemeinde ist es noch viel einfacher, 2 oder 3 zu mir hin versammelt und dann bin ich in der Mitte. Und Gott kann ganz speziell erlebt werden. Achtens, die Bibel sagt, im Erleben und Erforschen der Natur können wir Gott erfahren. Ich habe wieder einige Stellen hingeschrieben. Ich möchte eine erwähnen, Römer 1, Vers 20. Paulus sagt, denn das Unsichtbare von ihm, von Gott, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit. Gott ist mit unseren Sinnen nicht wahrnehmbar. Das Unsichtbare von ihm, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten mit dem Verstand wahrgenommen werden, wird geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Das heißt also, der Mensch kann anhand der Ordnung in der Natur erkennen, es muss einen Schöpfer geben. Das geht gar nicht durch Zufall. Wir leben im Alltag ständig in Zufall und er macht immer die Dinge kaputt. Wird nie besser. Ein Haus wird nicht mit der Zeit schöner. Es zerfällt alles. Aber woher kommt diese Ordnung? Nun, eben sagen viele, ja, wir können das heute alles erklären mit den Naturgesetzen. Ja, und Stephen Hawking, einer der größten Urknallspezialisten, hat 2010 das Buch herausgegeben, Der große Entwurf, eine neue Erklärung des Universums. Und darin sagt er, das Universum habe sich selbst aus dem Nichts erschaffen. Der Grund, warum es statt dem Nichts doch etwas gibt, sei spontane Schöpfung. Aber das ist im Widerspruch zur Thermodynamik. Denn dieses Gesetz, dieses Naturgesetz, das wir eben täglich testen können, besagt, es entsteht nie Energie oder Materie aus dem Nichts. Es gibt nur das, was es gibt. Und dieser Mann stellt sich im Widerspruch zur Naturwissenschaft. Ja gut, jetzt wird er halt am Schluss doch übernatürlich. Wie die Christen und wie im Judentum, wo man glaubt, dass es einen Gott gibt, der aus dem Nichts alles erschaffen hat. Aber es ist ein ewiger Gott. Nicht das Nichts schafft selber. Also ich würde sagen, das ist nicht übernatürlich, sondern es ist unternatürlich. Aber es ist nicht natürlich. Also wenn jemand sagt, die Evolutionslehre hat Gott beiseite getan, muss man sagen, das stimmt nicht. Das ist schlicht falsch. Denn man kann naturwissenschaftlich nicht erklären, warum es diese Welt gibt, diese Energie und Materie. Das widerspricht den Naturgesetzen. Das geht nicht nach den Naturgesetzen. Man muss unternatürlich oder übernatürlich denken. Und wie ist es mit der Entstehung des Lebens? Das ist ja für die Evolution ganz wichtig. Und viele sagen, ja, das ist schon längst bewiesen. Ja, das sagt auch Richard Dawkins.
einen der prominentesten Evolutionisten heute, der sagt, das sind alles Dummköpfe, diese Leute, die heute nicht an Evolution glauben und immer noch an Schöpfung. Aber schauen Sie sich mal den Film an von Ben Stein, diesem säkularen Filmemacher in den USA. Expelled. Ganz spannender Film. Und am Schluss gibt es ein Interview mit Richard Dawkins. Und ihr will wissen, ja, wie geht das mit der Entstehung des Lebens? Richard Dawkins sagt, es war der Ursprung des ersten sich selbst replizierenden Moleküls. Also plötzlich begann ein Molekül sich selber zu kopieren. Da begann das Leben. Ben Stein, genau. Und wie spielte sich das ab? Richard Dawkins, ich sagte Ihnen, wir wissen das nicht. Ben Stein, Sie haben also keine Ahnung, wie es begann. Richard Dawkins, nein, niemand hat eine. So, und dann sagt einer, die Evolutionslehre sei bewiesen. Nein, Richard Dawkins sagt selber, niemand hat eine Ahnung, wie das Leben entstanden ist. Ach, dann hat die Evolutionslehre die Frage nach Gott nicht beseitigt. Das stimmt nicht. Das können Sie auch auf YouTube nachschauen, diese Sequenz. Das lohnt sich, das ist umwerfend. Ja, weil die Entstehung des Lebens durch Naturgesetze funktioniert nicht. Es ist im Widerspruch zum Massenwirkungsgesetz in der Chemie. Das besagt, lange Ketten wie DNA, RNA und Proteine können in der Natur aus toter Materie nicht entstehen. Und da hat mir mal ein Atheist gesagt, ja, wir wissen das noch nicht, aber man wird das noch entdecken. Nein, es ist nicht, dass etwas fehlt, was wir noch nicht wissen, sondern wir wissen genügend, um zu wissen, dass es nicht geht. Weil man so genau die Gesetze kennt, wie Ketten sich bilden, kann man sagen, es geht nicht. Neuntens, beim Betrachten der Wege Gottes in der Geschichte. Jesaja 46, 10, da sagt Gott, der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und all mein Wohlgefallen werde ich tun. Gott sagt, dass er die Geschichte lenkt und durch seine Souveränität in der Hand hat, obwohl der Mensch da ist und einen eigenen Willen hat und verantwortlich ist. Trotzdem hat Gott alles souverän in der Hand. Und tatsächlich, wenn man die Geschichte überdenkt, kann man sehen, es gibt einen Sinn in der Geschichte. Es gibt ganz erstaunliche Zusammenhänge und Linien in der Geschichte, die zeigen, da ist ein Gott. Zehntens, durch die erfüllte biblische Prophetie können wir Gott erkennen. Im Buch Ezekiel finden Sie den Refrain in Variationen 77 Mal. Gott sagt etwas voraus. Und dann heißt es, und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin. Warum ist das so wichtig? Weil es diese wirklich erfüllte Prophetie von Hunderten von Prophezeiungen nur in der Bibel gibt, in keiner Religion sonst. Im Tanach und im Neuen Testament. Im Alten und im Neuen Testament. Ich habe ein Büchlein geschrieben. Und da geht es um das Thema, es gibt mehr als 300 erfüllte Prophezeiungen über Jesus Christus, den Messias. Da wird vorausgesagt, wo er geboren werden musste, in Bethlehem. Genau der Zeitpunkt, wann er kommen sollte, war vorausgesagt. Und die Kreuzigung und die darauffolgende Zerstörung von Jerusalem und die Zerstreuung der Juden unter alle Völker war alles vorausgesagt. Oder ich habe ein Buch geschrieben, in dem behandle ich mehr als 200 erfüllte Prophezeiungen über Weltgeschichte, die sich nachweislich erfüllt haben. Das gibt es in keiner Religion. Fragen Sie einen Muslim, bring mir eine Liste mit 100 Prophezeiungen aus dem Koran und den Hadithen. Er wird nichts bringen. Fragen Sie einen Buddhisten in Thailand oder in Indien. Er wird Ihnen nie eine Liste bringen. Aber ich habe jetzt dieses Buch erwähnt, weil ich da gerade die 200 beieinander habe. Darum geht es. Und mein neuestes Buch behandelt mehr als 175 erfüllte Prophezeiungen über unsere Zeitepoche. Und da habe ich jetzt extra Listen noch eingefügt. Das hätte ich bei den früheren Büchern eigentlich auch machen sollen. Kann ich ja vielleicht mal nachholen.
Es geht mir einfach darum, dass wenn jemand fragt, dass man wirklich die Fakten auf den Tisch legen kann und den Unterschied klar machen kann. Das gibt es nur in der Bibel. Und da kann niemand sagen, ja, das wurde vielleicht nach der Erfüllung prophezeit. Nein, das sind die Prophezeiungen in unserer Zeit erfüllt. Wirklich ganz klar. Und wenn er sagt, ja, das ist im Zusammenhang genommen, können wir zusammen den Zusammenhang anschauen. Und es geht auf. Und dann, 14. Im gesamten persönlichen Leben können wir Gott erkennen. König Schlomo, Salomo, sagt in Sprüche 3, Vers 6, erkenne ihn, Gott, auf allen deinen Wegen und er wird gerade machen deine Pfade. Und das lohnt sich, dass man nicht nur an Neujahr oder knapp vor Neujahr so dass sein eigenes Leben im Überblick anschaut. Immer wieder mal anhalten. Wie Samuel, der hat auch mal so einen Punkt gemacht, der Richter Samuel, und hat einen Stein aufgestellt und gesagt, das ist der Stein Ebenezer, der Stein der Hilfe. Bis hierher hat der Herr geholfen. Wenn ich mein Leben anschaue, diese 54 Jahre, Im Nachhinein sehe ich da plötzlich rote Linien und Zusammenhänge. Die hätte ich damals als 18-Jähriger nicht sehen können. Unmöglich. Das war ganz entscheidend, was dort geschah. Oder als 14-Jähriger, was dort geschah, das war ganz entscheidend. Das hat alles mitbestimmt. Und ich meine, ich war ja überzeugt bei meiner Frau, nicht nur wegen ihrer blauen Augen. Ich habe verschiedene Argumente gehabt, aber habe heute noch mehr Argumente, dass sie die richtige ist. Das ist doch wunderbar, wenn man plötzlich, das musste so sein, dass ich diese Frau geheiratet habe. Und dann kann man eben Gott erkennen, aber merken wir, das geht nicht automatisch. Das ist ein Aufruf, erkenne ihn. Ah ja, und dann kann man plötzlich dankbar werden. David sagt im Psalm 104, preise den Herrn meine Seele. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wenn man dann zurückschaut, dann sieht man nicht nur die schwierigen Zeiten, sondern man sieht, wie viel Schönes Gott einem hat erleben lassen. Ich war, diese Momente, zum Beispiel bei der Geburt. Und dann das Baby. Und dann auf den Armen. Und dann noch baden. Und das sind eben, das ist etwas anderes als Bungee Jumping. Nicht wahr? Natürlich, das ist fantastisch, was man da erlebt. Aber es ist dann nicht so, dass ich mir am nächsten Samstag sage, eine Woche später, also das muss ich jetzt nochmals so erleben. Das war wirklich der Hit, dieser Kick. Ja? Nein, das war ganz normal. Aber eben, da erlebt man die Freundlichkeit Gottes in allen möglichen Dingen und erkennt, er ist da. Mein Leben geführt, in der Hand gehabt. Und die schwierigen Zeiten hatten einen Sinn, eine Bedeutung. Und da, wo wir es noch nicht wissen, so bin ich getrost und darf abwarten, bis die Antwort kommt. Jetzt kommen wir zu den Schlussfolgerungen. Amos 5. Der Prophet sagt, sucht den Herrn und lebt. Sucht den, der die Plejaden und den Orion gemacht hat und den Todesschatten in Morgen verwandelt. Das kommt dann morgen früh, ja? Und den Tag zur Nacht verfinstert. Oh, das ist schon vorbei. Schon geschehen. Der den Wassern des Meeres ruft und sie ausgießt über die Fläche der Erde. Der Herr ist sein Name. Was ist das? Ein Tsunami. Dieser Gott, der die ganze Welt in der Hand hat. Und da wird gesagt, sucht den Herrn. Also wir müssen nicht denken, gut, ich lebe in einer Zeit der Gottesfinsternis, ich spüre nichts, also ich warte mal, bis irgendetwas kommt. Nein! Wir müssen etwas machen. Wir sind ja schuld an der Gottesfinsternis. Gott sagt ja, ich will mein Angesicht verbergen, weil sie Unrecht tun und ihrem Unrecht weitergehen.
Aber wenn wir Gott suchen, dann haben wir die Verheißung von Jeremia 29. Und ihr werdet mich suchen und finden. Denn ihr werdet nach mir fragen mit eurem ganzen Herzen. Und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Zusage. Nicht wahr? Da gibt es manchmal Leute, die sagen, hat man einen Bleistift verloren, dann zitieren sie einen Bibelvers. Wer sucht, der findet. Das ärgert mich jedes Mal. Ist es so schlimm, wenn man einen Bleistift verloren hat? Nein, es geht darum, wer sucht, der findet. Es geht darum, wenn wir Gott suchen, wenn wir Jesus Christus, den Messias suchen, dann werden wir ihn finden. Und darum sagt in der Bibel ein Andreas, ein Jude aus Galiläa, wir haben den Messias gefunden. Das ist wunderbar. Aber es ist die Verheißung, ihr werdet mich suchen und finden. Denn ihr werdet nach mir fragen mit eurem ganzen Herzen. Und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Also nicht eine Halbheit. Das muss wirklich, das müssen wir wirklich wollen. Jesus Christus sagt in Matthäus 23 einmal zur Volksmasse, ihr habt nicht gewollt. Die wollten nicht. Aber wir müssen wollen. Und dann wird Gott sich finden lassen. Hesekiel 33, 11 spricht zu ihnen, so wahr ich lebe, spricht der Herr der Ewige, ich habe kein Gefallen am Tod des Gesetzlosen, sondern dass der Gesetzlose von seinem Wege umkehre und lebe. Kehrt um von euren bösen Wegen, denn warum wollt ihr sterben? Das ist so, jedes Mal, wenn ich das lese, das beeindruckt mich das so. Gott sagt nicht einmal kehrt um. Das ist so eindringlich. Aber wir müssen das machen. Wir müssen erkennen, dass wir Gottes Gebote gebrochen haben. Dass wir im Grunde genommen rebellisch waren gegen Gott. Und dass wir gegen unser Gewissen gehandelt haben. Ganz bewusst Dinge gemacht haben, von denen wir wussten, sie sind falsch, sie sind Sünde. Aber Gott sagt, kehrt um. Und wenn wir unsere persönliche Schuld Gott bekennen, das sagt das Alte und das Neue Testament, dann wird Gott vergeben. Und dazu kam ja der Messias Jesus Christus und starb am Kreuz vor den Toren Jerusalems. Wie ein Opfertier. Ich meine, im Alten Testament mussten Israeliten ein Opfertier bringen, unschuldig. Dann haben sie die Hände aufgelegt, aufgestützt. Und dann mussten sie ihre persönliche Schuld konkret bekennen, was sie getan hatten. Nicht einfach so pauschal. Es tut mir leid, ich habe viel Mist gebaut. Nicht so. So bekenne er, worin er gesündigt hat. Und es wird ihm vergeben werden. Und der Unschuldige muss sterben. Und so lernte man bereits im Tanach, Erlösung durch Stellvertretung. Und so kam Jesus Christus, erfüllte die Prophetie über den Messias und starb am Kreuz an unserer Stelle. Weil Gott gerecht ist, müsste er uns strafen. Aber weil Gott Liebe ist, will er uns verschonen. Und das ist ein Widerspruch. Und er wurde gelöst durch das Prinzip der Erlösung durch Stellvertretung. Jesus Christus wurde gestraft am Kreuz. Und Gott hat ihn verlassen, den Sündenträger, damit er ewig bei uns sei. Aber wir müssen wollen. Und jetzt möchte ich schließen mit einem Stück von Jules Massenet. Dieser Komponist lebte 1842 bis 1912. Und im Französischen heißt es Méditation de Thaïs. Das hat nichts zu tun mit Meditation. Auf Französisch bedeutet das Nachdenken. Nichts zu tun mit orientalischer Meditation. Thaïs denkt nach. So kann man das gut deutsch übersetzen. Und diese Thaïs war eine historische Person. Um 300 nach Christus im Römischen Reich war sie heidnische Priesterin im Venustempel. Eine schreckliche Frau. Eine Prostituierte für Venus. Und dann wurde sie konfrontiert mit der frohen Botschaft von Jesus Christus. Und dann musste sie sich entscheiden. Es war ihr klar, das gibt einen Bruch mit meiner Vergangenheit. Das ist nicht eine leichtfertig gemachte Entscheidung. Und dann entstand ein innerer Kampf. Und
Schließlich bricht die Frau durch. Und in dem Stück, das ist so tief nachempfunden von Massenet, da hört man zuerst eine ganz sanfte Melodie. Und das stellt die frohe Botschaft des Evangeliums dar. Die frohe Botschaft ist eine gute Nachricht. Gott liebt jeden von uns. Und er möchte uns ein neues Leben geben. Er möchte unsere Schuld vergeben. Aber das geht nicht automatisch. Wir müssen umkehren. Und dann kommt ein Kampf. Diese Frau zerreißt es fast innerlich. Und dann bricht sie durch. Und dann kommt wieder die Anfangsmelodie. Und am Schluss kommt diese Frau in Christus völlig zur Ruhe. Wie er gesagt hat, kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen sind, seid, ich will euch Ruhe geben. Und es verklingt wirklich in einer inneren Ruhe, die das Evangelium gibt für das Gewissen.